Jo, was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute mit einer weiteren Episode von Krass oder Kneifen zusammen mit dem... Jo, was geht ab, Leute, mein Name ist Sano und ich heiße euch auch herzlich willkommen hier zu einer erneuten Folge und ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen nervös und hab ein bisschen Schiss vor der Bestrafung. Ich weiß nicht, was Flo heute mit mir vorhat, also, aber so weit wird's natürlich nicht kommen. Also, falls welche von euch die Serie gar nicht kennen, ich stelle halt jetzt Sandro 5 Fragen. Der muss dann halt die Fragen beantworten, ist natürlich ganz klar. Bei 3 Fragen passiert einfach gar nichts. Bei 2 Fragen, wenn er 2 beantwortet, muss er die Challenge machen. Oder wenn er natürlich kneift, dann die Bestrafung. Und bei 4 Fragen oder Aufwärts halt muss ich irgendwas machen. Und ja, bist du bereit, Digga? Ich bin bereit. Okay, shit, Digga. Erste Frage. Und zwar, zähle 6 Hauptpersonen aus Fast and Furious 7 auf. Also, Digga. Was? Du hast 30 Sekunden, ne? Hä, meinst du... Oh mein Gott. Meinst du jetzt Real-Life-Namen oder... Ja. The Rock, also Dwayne The Rock Johnson, Paul Walker, Digga. Nehme ich vielleicht keiner mehr ein. Nicht mehr? Wer ist denn der Glatzkopf? Scheiße, Vin Diesel, Digga. Ja, Mann, oder Tyrese Digga. Gibson und so. Nee, da hätte ich gar keinen Namen mehr. Dann hast du schon mal die erste Frage, Alter, falsch, Digga. Ich dachte eigentlich du bist auch so Fast and Furious-Fan, Digga. Ich dachte, es kommt jetzt so wie aus der Pistole geschossen und weißt alles. Okay, bist du bereit für die zweite Frage? Digga, ja, Mann. Okay, also pass auf. Zweite Frage. Seit wann spielt Andrea Pirlo bei Juventus Turin? Jetzt will ich auch was hören, Digga. Du bist Juventus-Fan schon immer? Ja, Mann. Da werde ich jetzt hier die Antwort. Boah, Digga. Das genaue Jahr, ich weiß es nicht. Alter, 5, das ist... 4... 2004. Ich dachte, du bist Juventus-Fan, Digga. Der spielt da seit 2011. Als ob? Ja. Ich dachte, der spielt schon vor lange da. Ja, davor hat er bei Mailand gespielt, glaube ich. Also bei AC Mailand. Habe ich auf jeden Fall gerade was gelesen. Ich dachte so, Juventus-Fan bist du davon schon seit immer. Und da dachte ich, komm, schenkst du dir jetzt mal eine Frage? Alter, jetzt musst du alle 3 beantworten, Brudi, Mann. Nein, Digga, ist kein Ding für mich, Alter. Okay. Aber die wird jetzt schon ein bisschen kniffliger. Das ist auch nochmal eine Fußballfrage. So, pass auf. Beziehungsweise von meinem Lieblingsspieler. Und zwar, in welcher Saison hat Messi die meisten Tore geschossen? Also jetzt nicht so quasi so Torschützenkönig oder sowas, sondern für sich so persönlich so der Rekord. In welcher Saison? Shit. Da muss ich raten. Okay, ich würde sagen... Überleg mal ein bisschen. Ich würde sagen 2013. Oh, scheiße, Mann. Das war das zweitbeste Jahr von ihm. Nein, hat irgendwie 46 Digga. Tore geschossen oder so. Und da bei 2011 und 2012 dazwischen, also bei der Saison hat er 50 Tore oder so. Oh shit, willst du die anderen 2 Fragen noch hören, ja, oder? Klar, Digga. Ich muss ja meine Ehre retten, hallo? Ich kann doch hier nicht rausgehen mit keiner Frage richtig, Mann. Ich muss auf jeden Fall jetzt 1 oder 2 richtig, mach die jetzt beide richtig, komm. Let's go. Okay, die vierte Frage ist jetzt so ein bisschen auf mein Channel bezogen. Mal schauen, ob du da aktiv warst in der Zeit. Und zwar, an welchem Datum habe ich meine Triple Nuclear Live hochgeladen? Ich darf so 5 hoch und 5 runter, so ungefähr. Du hast ja gerade eben auch schon aufgeguckt, ne? Ja, ich hab doch gerade noch aufgeguckt, Digga. Wieso fragst du mich genau diese Frage, Alter? Darfst du 5 runter und 5 hoch? Warte, da muss ich jetzt erstmal in mich gehen. Dann geh mal in dich. Digga, wie sich das anhört. Ich das mal wirklich mal. Okay, pass auf. War letztes 10, Jahr. 9. Nee. Ja, das war letztes Jahr. Das kann ich dir schon mal sagen. Und so ungefähr am Anfang. Ja, das gebe ich dir noch als Tipp. Ja, pass auf. Okay, komm. 10, 9, 8, 7, 6. 11. Februar? 11. Februar. Ah, ich weiß nicht, ob ich das gelten lassen kann. Das war am 13.04., also 13. April. Kann ich das gelten? Ach komm, ich bin gnädig, du hast ja eh schon verloren. Ja, die Frage gebe ich dir auf jeden Fall. Digga. Das war schon nicht schlecht, Sandra, aber es hätte auf jeden Fall besser sein können. Ja, hätte besser sein können. Ich wollte erst 11. Mai sagen, aber dann dachte ich mir so, Das wäre noch näher dran gewesen. Okay, die letzte Frage, das ist jetzt so auf YouTube bezogen. Und zwar, in wie vielen Ländern und Sprachen ist YouTube vertreten? Da gebe ich dir so 10 rauf, runter, okay? Also erstmal Länder. Was glaubst du? Wie viele Länder ist YouTube vertreten?
Digga. Okay. Ich kenne manche Länder gar nicht. Ja, schätz einfach so. Ich sag so 10 runter und hoch darfst du, okay? In wie vielen Ländern? Okay, das ist eine kritische Frage. Ich würde sagen, jetzt so ganz aus dem Bauch hinaus würde ich sagen 28, 22. Nein, 12, das sind 24. Viel mehr. Soll ich viel sagen, mehr? Wie viele Länder? Also, ja, es sind 75. What the fuck? 75 Länder einfach so aufzählen wird schon kritisch. Tschüss, würde ich niemals hinkriegen. Okay, obwohl, und Sprachen, nein. Was denkst du? Bei 75 Ländern, da kannst du ja ungefähr abschätzen, wie viele Sprachen das sein können. Das wieder so 10 hoch, 10 runter. Ich würde sagen, dann sind es ungefähr 64. Ja, das war schon gar nicht schlecht. Auf den Punkt genau 61. Also war es schon ziemlich gut eigentlich. Okay. Ja, ich würde sagen, die lasse ich auch noch gelten. Dann hast du deine 2 Fragen nicht, auf jeden Fall geschafft. Aber ich muss sagen, oder du musst auch sagen, die Fragen waren jetzt eigentlich nicht so schwer. Die waren so machbar, schwer. Digga. Die waren machbar, aber ich weiß nicht, man, ich sah sie so und dann, das ist schon, ist schwierig, wenn man so ist schwierig, wenn man so unter Druck steht, hallo, ne? Ich weiß nicht, ich habe jetzt 1800 Abonnenten. Wenn ich mir vorstelle, jetzt hier, ich bin herbe nervös. Also ich weiß nicht, ob mir das anmerkt. Also ist auf jeden Fall richtig krank, Digga. Danke, dass du dabei bist. Ja, muss aber mega nicht. Krasse Ehre, Digga. Okay, Digga. Nicht bist du krass oder kneifst du? Digga, ich kann ja jetzt hier nicht kneifen. Was wäre ich dann für ein Kerl? Das ist spitze, Digga. Geht ja nicht. Ich meine, das wäre unmöglich. Also auf jeden Fall bin ich krass, oder? Okay, dann sehen wir uns bei der Challenge, Jungs. So, Freunde, jetzt folgt auf jeden Fall die Challenge. Ich habe Sandro nur eine Aufgabe gegeben. Prank einfach deine Mutter. Und es ist wirklich so lustig geworden. Das müsst ihr euch auf jeden Fall geben. Wenn ihr bei ihm vorbeischauen wollt, der Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Macht echt sehr geile Videos. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich extrem über eine Bewertung freuen, Jungs. Und dann gönnt euch jetzt auf jeden Fall den Prank. Und let's go. Ja, Mama? Ja? Guck mal, ich war gerade so und ich wollte, wie heißt es? Ich wollte Nudeln machen, ne? Und ich hab die halt gemacht und, du weißt ja, ich hab dann das Video weitergemacht, hab die Nudeln vergessen, weißt du? Und jetzt alles übergeschwappt und jetzt ist da überall dieses heiße Wasser und ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt abstellen soll. Ja, das brennt schon fast. Nein, das brennt. Doch, das brennt. Mama, der Topf da unten, da ist Feuer, ehrlich. So, da ist... Dann tu Wasser drauf. Ja, aber das geht nicht, ich komm da noch nicht hin. Da ist alles auf dem Boden, da ist alles nass und das ist voll heiß. Ey, willst du mich jetzt veräppeln, dann ruf Oma hoch oder sonst irgendwas. Die sind nicht da. Ja, super, schreien. Tu Wasser drauf, bevor die ganze Bude brennt. Mama, ich hab dich nur verarscht. Das war nur ein Prank. Ich hab mich wieder verarscht. Wenn ich hier nach Hause komme, dann weißt du was, ich leg dich vor das Kreuz. Das kannst du dir nicht vorstellen. Oh, shit, Alter. Okay, Mama, tschüss, ne? Ja, wenn du das jetzt wieder aufgenommen hast. Ja, tschüss, Mama. Lasst auf jeden Fall einen Daumen oben für diesen Prank da, Leute. Das war so geil, Alter. Haut rein, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns. Ciao.